Willkommen zurück bei Let's Play Star Ocean The Second Story. Ich bin Master15 und im letzten Teil haben wir den Bergpalast erkundet, das blöde Monster da drinnen besiegt und den Silberkech erhalten, den wir brauchten, um Ashtons Drachen zu exorzieren. Nun sind wir auf dem Berg westlich von Kreuz, um eben die Tränen des Königs aufzufangen, die wir auch noch brauchen. Ich werde allerdings erstmal hier hintergehen. Einfach nur, um euch irgendwas zu zeigen, was eigentlich nicht weiter wichtig ist, aber weil ich halt lustig bin. Ja, ich werde mich jetzt mal... Ah, verdammt. Erstmal um die Feen kümmern, wollte ich sagen. Ah, jetzt. Scheiß auf die Feen. Wir machen erstmal kurz diese Viecher hier fertig. Ah, ich gehe besser doch mal auf die Feen drauf. So. Schon besser. Ja, die Viecher halten doch ganz schön was aus. Ich dachte eigentlich, die mache ich ein bisschen schneller fertig. Naja. Hier ist ein kleines Dingens, was hier raustropft. Ist aber auch wieder nicht wichtig. So, wenn wir jetzt hier rausgehen, landen wir in einer riesigen Wüstenregion. Was so besonders daran ist, hier gibt es überhaupt nichts. Hier ist gar nichts. Soweit ich weiß. Hier ist überhaupt nichts. Das ist komplett schwachsinnig hier, der Part. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas Besonderes ist. Man könnte höchstens sagen, vielleicht die Gegner. Aber ansonsten ist hier echt überhaupt nichts. Ich weiß echt nicht, wozu das hier da ist. Ich kann es nicht verstehen. Ich werde mich jetzt hier ein bisschen umgucken, dann werde ich wieder zurück auf das Ding geben. Ja, okay, von den Viechern hier halte ich Orichalcum und Damaskus. Vielleicht ist das deswegen hier gut. Das wäre aber auch wirklich das Einzige. Ich werde mich hier nochmal umgucken, vielleicht finde ich ja doch noch was. Ich werde dann aber wieder zurück zum Berg gehen und dann melde ich mich wieder. Bis denn. Ja, man kann aber diesen Kontinent hier sehen. Und ich sag's einfach schon mal, das hier ist Kontinent L. Ist ja auch sinnvoll, da drüben war Klick. Von Klick aus konnte man den Kontinent ja auch schon sehen. Nur da habe ich das nicht weiter erwähnt. Und dann da im Süden ist noch eine Insel, aber die werden wir nicht betreten können, zumindest momentan nicht. Deswegen, ja, suche ich erstmal kurz hier weiter und melde mich dann wieder. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen rumgebastelt mit der Ausrüstung. Und ich habe gesehen, dass ich einmal eine Luna-Tablette habe, die die MP verbessert. Allerdings werde ich die nicht Trainer geben, auch wenn es relativ sinnvoll wäre. Ich gebe ihr Trübsinnsring. Der hebt die Verteidigung im Tausch für den Angriff. Da Arena nicht angreift, ist das, glaube ich, relativ nützlich. Dann nehme ich den Talisman von ihr weg, um die MP ein bisschen zu steigern. Denn der Talisman ist nicht so toll, zumindest finde ich nicht sehr nützlich. Dann schaue ich mal, ob ich noch irgendwas habe. Ich hätte noch einen Leuchtring, aber den brauche ich nicht. Okay, wir sind wieder zurück hier auf dem Berg. Ich habe nichts weiter gefunden, also das Einzige wirklich ist, dass man diese komischen Maden da bekämpfen kann. Die haben dann eben Damaskus und ab und dann auch Orichalcum geben. Aber für sonst ist das wahrscheinlich nicht wirklich gedacht. Ich habe gehofft, dass da vielleicht irgendwie ein versteckter Laden oder sowas ist. Aber das war's nicht. Und ja, hier, diesen Gegner haben wir schon auf Lacour gesehen. Also ihr seht schon, hier kommen etwas stärkere Gegner, schon so auf Lacour-Niveau. Und deswegen sollte man hier echt nicht hin, bevor man spätestens, frühestens Ashton hat. Also wenn man normalerweise nach Lacour sollte. Denn sonst könnte das echt ein bisschen gefährlich werden. Jo, wir steigen hier unter Level, das ist sehr schön. So, gehen wir den Berg weiter hoch. Und ja, wir sollten hochklettern können, aber es wird nicht einfach. Drück die Taste X, um hochzuklettern. Ja, ihr müsst einfach nur hingehen, X drücken und dann nach oben klettern. So schwer ist das nur auch nicht. Kleine Kletterpartie. Während du kletterst, könnte ich wenigstens ein Monster angreifen. So, und hier haben wir einen Speicherpunkt. Und es sieht mir sehr verdächtig nach einem Gipfel und einem Vogelnest aus.
und ich hoffe mal, dass wir ihn besiegen können, auch ohne MP jetzt großartig zu neu zu machen. Aber es wird schon klappen, denke ich mal, vielleicht. Ist das hier wirklich die richtige Stelle? Hier ist niemand. Du hast recht, eigentlich müsste hier jemand mit den Tränen des Königs sein. Und dort kommt ein riesiger Vogel. Was? Dieser Vogel? Lange nicht gesehen, Sheen. Ashton? Seit wann habt ihr es nötig, euch so zu erniedrigen, dass ihr euch eines Menschenjungen bemächtigt? Wo ist euer Stolz geblieben? Die Zeiten ändern sich. Manchmal muss man zu allen bereit sein, wenn man überleben möchte. Das ist nicht Ashton, das sind Gioro und Uhurun. Ihr könnt bei so einem Jungen unmöglich alle eure wahren Mächte einsetzen. Natürlich könntet ihr mich niemals besiegen, selbst unter Einsatz all eurer wahren Mächte nicht. Da habe ich meine Zweifel. Willst du es drauf ankommen lassen? Hohoho, habt ihr auch euren Verstand verloren, als ihr euch diesen Jungens bemächtigt? Belassen wir es dabei. Wenn ihr so weit geht, kann ich es nicht abwarten, bis wir die Sache klären. Ja, dies ist der erste Kampf gegen einen solchen Vogel. Ihr seht schon, er fliegt hoch. Das heißt, wir können ihn nicht mit normalen Angriffen erwischen. Luftschnitt ist relativ sinnlos, glaube ich. Kopfspalte ist noch ganz nützlich. Und es gibt zwei Arten von diesen Vögeln. Die einen fliegen eben genauso hoch wie er jetzt. Während es noch eine Art gibt, die etwas tiefer fliegen, die man auch mit anderen Angriffen erwischen kann. Ja, dieser Vogel hier hat vor allem im Anime eine größere Bedeutung, hier allerdings nicht so. Und diese Vögel sind eigentlich mit die stärksten normalen Gegner, die auftauchen können. Es gibt auch mehrere als Endgegner. Aber irgendwie ist es halt wirklich so, dass das wirklich die stärksten sind, meiner Meinung nach. Also später bei einem turnierähnlichen Ding, wo man mitmachen kann, kommt der auch als stärkster Gegner. Und ja. Aber ich glaube, der Kampf verläuft jetzt gerade ganz gut, obwohl ich jetzt nichts weiter einsetze. Einfach indem ich mich auf F draufstelle und von dort aus angreife. Ich glaube, ich kann mal ein paar Kopfspalter machen. Ja, das klappt. Ja, einen noch. Und da ist es auch schon geschafft, jawohl. Etwas einfacher als erwartet. Aber ich werde mich nicht beschweren. Cloud steigt ein Level, Princess steigt ein Level und wir haben einen Lunar-Talisman erhalten, wo ich auch gleich mal gucken werde, was der kann. Es ist mir neu, dass diese Drachendämonen mit Menschen zusammenleben. Ja, das war übrigens die erste Stelle, an der Gioro und Uhurun Ashton einfach sich, ja, indem sie einfach mal den Körper von Ashton übernehmen und selber reden. Im Anime passiert das ein bisschen öfter, hier ist das, glaube ich, die einzige Stelle. Wir waren immer allein gewesen. Dies ist das erste Mal, dass ich Freundschaft erfahren habe. Ich wäre auch gern wie ihr, aber das ist vermutlich nicht möglich. Schon meine bloße Gegenwart ist furchterregend. Also ich hätte nichts dagegen, schließ dich uns an. Komm, ich kämpfe mit dir. Ist ja doch mal cool, so einen Vogel als Teammitglied zu haben. Bis dann. Aber er fliegt weg. Und hinterlässt die Träne. Die Tränen des Königs. Ja, Gioro und Uhurun sehen uns als ihre Freunde an. Und die wollen wir auslöschen. Schade, schade. Los, ihr zwei, gehen wir. Holen wir uns diesen riesigen Vogel. Ja, und Ashton sagt auch schon, los, ihr zwei. Also, er kämpft eigentlich mit Gioro und Uhurun als Team. Es ist echt schade, dass er sie loswerden will. Wie, wo ist der Vogel hin? Ob Sheen auf Gioro und Uhurun neidisch ist? Vielleicht hast du recht. Kann es sein, dass diese Träne wirklich von Sheen stammt? Dass sie geweint hat, weil sie nie Freunde finden kann? Hm. Was? Wie? Ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Samuel Ashton, bist du nicht hergekommen, um Gioro und Uhurun zu exorzieren?
Genau, zu diesem Zweck bin ich wohl hergekommen. Dann gehen wir mal zur Salvaströmung. Laut dem Buch des Exorzismus kann die Exorzismuszeremonie nur dort stattfinden, wo auch die Dämonenbesitzergreifung stattgefunden hat. Jo, wir sollen jetzt wieder auf zu den Salvaminen und das werde ich jetzt auch wieder rauscutten, weil das ist doch ein relativ weiter Weg, da wir bis tief in die Salvaminen wieder rein müssen. Ich melde mich, wenn wir dort sind. Bis denne. So, und hier sind wir auch in den Tiefen der Salvaminen. An der Stelle, wo damals Ashton gegen den Drachen gekämpft hat. Nun, Ashton, wir haben jetzt den Silberkelch und die Tränen des Königs. Jetzt musst du nur noch die Beschwörungsworte singen. Ashton. Ja. Ja. Wir werden jetzt die Reinigungszeremonie mit dem Vorderteil meines verfluchten Körpers durchführen. Lass meinen Körper das Licht der Reinheit empfangen, auf dass der böse Fluch verschwinde. Gioru! O Gott der Reinheit, ich gebe mich in deine Hände und bitte dich, meinen verfluchten Körper durch dieses reine Weihwasser zu reinigen. Ja, die rufen jetzt alle den Namen. Und nun? Werden sie jetzt exorziert? Ich kann es nicht. Ich weiß es so sehr, dass es schmerzt. Aber genau deshalb waren wir alle zusammen. Es war der einzige Grund, warum alle zusammen waren. Sogar Gior und Urun. Ich möchte euch nicht verlassen. Ashton. Ich war besorgt. Ich hatte Angst, dass ihr mich nach einem neuen Grund fragen würdet, weswegen wir zusammen sind. Ich hatte nur Angst, dass ihr euch mir nur widerwillig angeschlossen habt. Wenn dem so wäre, hätte es für uns genügend Gelegenheiten gegeben, dich zu verlassen. Alle. Kyoro, Urun, ich... Kommt schon, versuchen wir wie alle miteinander auszukommen. Siehst du, Ashton? Ja, ja. Gioru und Urun, lasst uns von jetzt an Freunde sein. Ashton, Gioru und Urun schließen sich der Gruppe an. Nun endgültig. Vorher war es ja eher vorläufig, bis er seine Drachen los wird, aber nun schließen sie sich vollkommen unserer Gruppe an. Lass uns Freunde sein, Ashton. Ja, Ashton war wirklich nur besorgt, dass seine Freunde ihn verlassen würden, wenn er die Drachen los wäre. Beziehungsweise, wenn er nicht sie dran exhortieren will. Aber er hat uns so sehr in sein Herz geschlossen, dass er eben nicht von uns gehen wollte. Von unserer Seite. Denn er war vorher ja immer ganz allein und das wollte er zumindest nicht wieder haben. Und ab nun sind Gior und Urun ein ständiges Mitglied unseres Teams. Sie werden uns nie verlassen. Ashton wird mit ihnen zusammenkämpfen. Und durch sie auch um einiges stärker sein, als das wahrscheinlich normal wäre. Ja. Ich werde nun aus den Minen rausgehen. Und nun letztendlich doch nach Lacour gehen. Allerdings werde ich das im nächsten Part dann erst anfangen. Ich werde jetzt offscreen halt nach Herli gehen und nach Hilton übersetzen. Und wir werden uns dann genau in Hilton... jetzt renne ich in eine Sackgasse. Wir werden uns dann genau in Hilton wiedersehen im nächsten Part. Wo wir dann nun endgültig ich in Lacour das machen, was wir auch machen sollen. Ready you two? Mit diesem Wort und diesem Kampf werde ich mich nun verabschieden. Ich bin Marcel15, das war Let's Play Star Ocean The Second Story für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal auf dem Kontinent Lacour.